Nicht erst seit es Twitch gibt, sind Let's Play ein beliebtes Thema bei euch. Und was euch im Zusammenhang mit Let's Plays immer wieder beschäftigt, ist die Fragestellung, darf ich eigentlich das filmen, was ich da sehe auf meinem Computerscreen oder verletze ich damit möglicherweise Urheberrechte? Ja, das kann in vielen Fällen so sein, dass Let's Player Urheberrechte verletzen und dann auch mit ordentlichen Strafen rechnen müssen. Was die aktuelle Situation zum Thema Let's Play ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke, und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und dieses Rechtsthema, ja, das interessiert euch schon fast seit es diesen Kanal gibt, und der Kanal ist immerhin 10 Jahre alt. Im Jahre 2010 kam hier das erste Video, eigentlich 2009, aber das war ein Versuch, den lassen wir mal lieber ein bisschen runterfallen. 2010 ging es also richtig los mit diesem Kanal, also kann man mit Fug und Recht sagen, der ist 10 Jahre alt, und seit 10 Jahren interessiert euch die Thematik, ob es nicht möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, wenn man Let's Plays spielt und letztlich auch sich beim Streamen filmt, wie das tausende YouTuber tagtäglich machen. Und tatsächlich ist es so, dass das Urheberrecht da einen gewissen Schutz bietet. Denn die Spielfiguren, die ihr seht, sind ja kreativ gestaltet. Sei es Minecraft, sei es der Microsoft Flugsimulator oder FIFA 2021. Da gibt es eben Spielfigürchen. Diese Spielfigürchen sind entwickelt worden von der Spieleindustrie und die dürft ihr nicht so ohne weiteres kopieren. Und ihr kopiert sie natürlich in dem Moment, wo ihr das Spiel spielt und euren Bildschirm dann abfilmt. Und ihr verbreitet sie sogar, wenn ihr das dann auch noch online stellt. Ungesehen davon ist es natürlich so, dass ihr ein neues urheberrechtlich geschütztes Werk schafft, indem ihr die Spielfiguren zusammenführt, ein Spiel ausführt. Klar seid ihr denn Urheber eures einzelnen Videos, das bedeutet aber nicht, dass damit irgendwelche anderen Urheberrechte erlöschen. Ihr müsst sie natürlich auch noch beachten. Das heißt, euer Video darf man nicht so ohne weiteres weiter klauen und überall weiter verbreiten, aber das Video, was ihr überhaupt produziert habt, muss natürlich legal sein. Und eventuell ist es illegal, wenn ihr ohne weiteres Sequenzen zum Beispiel aus Minecraft filmt. Minecraft kennt ihr natürlich, 2014 von Microsoft für 2,5 Milliarden Dollar gekauft worden. Da gibt es also diese kleinen Blöcke, ihr baut da, könnt da graben und irgendwelche Diamanten farmen. Und dann da euch teure Werkzeuge draus bauen und kaufen. Es gibt unwahrscheinlich viele ja, Livestreamer, die eben sich selbst beim Minecraft filmen und das auch zeigen. Craft Attack ist ja immer wieder sehr beliebt bei euch. Ich weiß gar nicht, Craft Attack 8 oder 9 gibt es mittlerweile schon, wo große YouTuber sich in der Minecraft-Welt zusammentun und dann dort irgendwas Tolles bauen, manchmal kämpfen und Dinge tun, die man so in Minecraft tut. Und ich habe mal in die Nutzungsbedingungen reingeschaut von Minecraft. Dürftet ihr Minecraft Let's Plays veröffentlichen, und da steht drin, in angemessenem Rahmen können Sie Screenshots und Videos des Spiels nach Belieben verwenden. Mit angemessenem Rahmen meinen wir, dass Sie entsprechende Inhalte nicht kommerziell nutzen und nicht auf unfaire Weise oder auf eine Weise verwenden dürfen, die unsere Rechte einschränkt. Also nicht kommerziell nutzen. Das ist natürlich schon wieder schwieriger, würde man denken, weil der ein oder andere YouTuber ja sogar Geld damit verdient, dass er Minecraft zockt. Aber es gibt in dieser Klausel, in dem Minecraft AGB, die ich mir herausgepickt habe, noch einen Satz, da steht drin, wenn Sie Videos des Spiels auf Video-Sharing und Streaming-Plattformen hochladen, dürfen Sie allerdings dort mit Werbung verknüpfen. So, also auch da, aber darüber hinaus bitte rippen Sie keine künstlerischen Arbeiten, Grafiken, Videos, um sie weiterzugeben. Das wäre total uncool, steht da drin. Also haben Sie ja ganz witzig formuliert. Die sagen also schon, Sie dürfen Videos machen und dürfen dann auch diese Videos mit Werbung verknüpfen. Das ist erstmal eine positive Nachricht. Also Minecraft selbst sagt, verkauft nicht eure Videos auf CD-ROMs oder macht irgendwie euch T-Shirts und solche Geschichten, aber ihr dürft Videos streamen und die mit Werbung verknüpfen. Also da gute Nachricht, Haken dran bei Minecraft. Es gibt also eine sogenannte Mojang-Erstell, also das sind die Macher von Minecraft, geben euch eine eingeschränkte Streaming-Lizenz. Nur diese Streaming-Videos, die dürfen also jetzt zum Beispiel nicht weiter vertickt werden auf einer DVD, Blu-ray oder was auch immer.
Das geht also da um die Verknüpfung von Werbung mit diesen Let's Play Videos auf den Streaming-Plattformen. Was habe ich mir nochmal angeschaut? Ich habe mir mal angeschaut Star Trek Online von Cryptic Studios. Die haben Nutzungsbedingungen und in den Nutzungsbedingungen steht drin, dass eine öffentliche Aufführung oder öffentliche Zurschaustellung von geschützten Materialien außer in Verbindung mit dem normalen Spielverlauf verboten ist. Ja, das ist unter 10.1 geregelt. Vorbildlich dieser Nutzungsbedingungen und aller anwendbaren Lizenzen gewähren wir Ihnen ausschließlich für Ihre nicht kommerzielle und persönliche Nutzung eine beschränkte, nicht exklusive, widerrufliche Unterlizenz. Also für nicht kommerzielle Nutzung. Und dann sagen die aber unter 10.2, dass sie sagen, dass die öffentliche Aufführung oder öffentliche Zurschauspielung von geschützten Materialien außer in Verbindung mit dem normalen Spielverlauf verboten ist. Also das ist verrückt. Also oben sagen sie, nicht kommerziell darf man das alles nicht. Also man darf es verwenden, aber nur nicht kommerziell. Und in einem anderen Paragraphen sagen sie dann wiederum, dass die Zurschaustellung des normalen Spielverlaufs erlaubt ist. Also es lässt sich darüber streiten, ob damit das Streaming auf Twitch oder YouTube verboten ist. Da sieht man, tja, sowas kann auch ziemlich uncool formuliert sein. Da ist also Mojang mit Minecraft wesentlich besser als hier zum Beispiel Star Trek Online, was ich mir hier rausgepickt habe. Ja, es wird ja häufig so sein, als Anwalt würde ich jetzt sagen, naja, ich habe nur den normalen Spielverlauf weitergegeben. Was habe ich ansonsten darüber hinaus gemacht? Ja, dann wird das wohl erlaubt sein. Ja. Ehrlicherweise sind die Fälle, in denen das verboten ist, zwar da, aber selten wird dagegen geklagt. Bei Electronic Arts könnt ihr euch das auch, hatte ich jedenfalls vor einiger Zeit hier auch mal in einem Video gezeigt, geht ihr auf deren Webseite, sagt, was ihr vorhabt und dann erteilen die auch schnell entsprechend eine Lizenz dafür. Also da ist es sozusagen ganz klar, die sagen, fragt kurz an und dann sagen wir euch, geht oder geht nicht. Ja, ist natürlich auch der richtige Weg. Es war auch so eine berühmte Ausnahme, dass Nintendo es lange Zeit schwer gemacht hat, Videos zu streamen. Und erst in diesem Jahr haben die Praxis geändert und man darf jetzt Nintendo-Material verwenden, solange man sich an deren Richtlinien hält. Also insofern, viele Spiele-Studios lassen euch da gerne erstmal im Dunkeln und wollen sich nicht richtig entscheiden, ob ihr jetzt streamen dürft oder nicht. Und wenn man da eigentlich auf Nummer sicher gehen will, würde ich immer anfragen und sagen, hey, ich möchte das und das streamen, seid ihr damit einverstanden? Oder mal auf deren Webseite gucken oder in die Nutzungsbedingungen. Man kann es leider gar nicht pauschal sagen. Ich habe hier nur ein paar Beispiele rausgepickt. Manche, wie Minecraft, regeln das ziemlich eindeutig. Andere, wie Star Trek, regeln zu Wischiwaschi, die sagen, für die nicht kommerzielle Nutzung gestattet und ansonsten nur den eigentlichen Spielverlauf. Da fragt man sich, was denn sonst außer dem eigentlichen Spielverlauf? Dann sagen viele, aber mehr als streamen dürft ihr nicht, also bloß keine T-Shirts herstellen oder Cappies oder was auch immer. Auch da gehen manche Gamer über das hinaus. Also ist ein gewisses Risiko verbunden. Das höchste Risiko, muss ich allerdings sagen, bei den Let's Plays ist die Musik. Denn fast alle Let's Player haben ja auch irgendeine Musik drunter. Und da muss ich sagen, ist in der Vergangenheit häufiger abgemahnt worden. Ich habe ja letztens auch ein Video dazu gemacht, dass tausende Twitch-Streams gelöscht werden mussten, weil man noch irgendwie eine Musik dabei gehört hat, wenn man ein Spiel gespielt hat. Und da muss man sagen, geht die Musikindustrie ziemlich rigoros vor. Die ließen also wirklich massenhaft Videos löschen, bei denen noch Musik im Hintergrund lief. Und meistens hat man nicht einen Song gehört, sondern mehrere Songs. Und dann braucht nur ein Spielehersteller, ein Musikproduzent herkommen und sagen, das war aber jetzt meine Melodie, die bitte löschen lassen. Ja, und damit ihr da nicht löschen müsst, solltet ihr euch immer up to date halten. Entweder hier mit diesem Kanal oder mit unserem Instagram-Kanal Recht2Go, falls ihr Instagram habt. Wir halten euch über solche Themen wie zum Beispiel die Frage, wann sind Let's Plays erlaubt oder nicht, immer auf dem Laufenden. Einstweilen danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so schön und lange dabei wart. Wir sehen uns hier morgen mit noch weiteren Themen selbstverständlich wieder. Bis dahin habe ich noch ein bisschen was zur Überbrückung, zwei Videos, die ihr euch auch noch anschauen könnt. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.